In dieser Episode zeige ich dir meine über Monate entwickelte Technik, wie ich meine Getränke, egal ob kalt oder heiß, mit mir unterwegs transportiere. Und zwar auch egal, ob ich sie zu Hause gemacht habe oder mir irgendwo gekauft habe. Hallo und herzlich willkommen bei Rotopia. Schön, dass du dabei bist. Ja, heute geht es um meine ökofreundliche, wiederverwendbare Methode, Technik, wie ich Getränke transportiere. Du hast ja vielleicht, wenn du mir auf Instagram folgst oder auch auf Facebook, schon gesehen, dass ich Smoothies oft in so Einmachgläser fülle. Und die trinke ich sogar aus Einmachgläsern, wenn ich zu Hause bin, einfach aus dem Grund, weil Einmachgläser schön groß sind und da meistens mehr Smoothie reinpasst als in ein normales Trinkglas. Nun nehme ich die einfach auch mit, wenn ich unterwegs bin. Und das Tolle daran ist, diese Gläser eignen sich nicht nur für Smoothies, nein, nein, man kann da auch eine Suppe hineinfüllen oder auch einen Saft oder auch Obst und Gemüse, das leicht zerdrückt und zerdäpscht wird. Österreichisch zerdäpscht ist für so zerquetscht. Und dann einen furchtbaren Saustall in deiner Tasche verursacht. Alles voll saut. Warum immer Schweine? Schweine sind angeblich sehr reinliche Tiere, auch wenn es nicht so aussieht. Das sind die inneren Werte wahrscheinlich. Egal. Also, du kannst auch empfindliches Obst und Gemüse in dieses Glas reinfüllen und dadurch schön geschützt transportieren. Nun nehme ich diese Gläser aber auch mit, wenn ich unterwegs bin und mir unterwegs was zu trinken kaufen möchte oder einen Smoothie kaufen möchte. Und dann gehe ich ganz einfach zu dem Laden, zu dem Verkäufer, der Verkäuferin hin und sage, ich hätte bitte gerne, was auch immer, folgenden grünen Smoothie. Ich habe mein eigenes Glas mitgebracht. Bitte hier reinfüllen. Danke. Es funktioniert super. Probier das mal aus. Es funktioniert aber auch mit heißen Getränken. Bei Starbucks hat man ja auch schon seit Jahren immer wieder so Thermosbecher kaufen können, aber die haben so einen Griff und das ist zwar ganz lustig, den Griff zu halten, aber wenn das Ding dann in der Tasche ist, braucht es zu viel Platz und versperrt sich mit anderen Gegenständen in meiner Tasche, mag ich also nicht. Außerdem passt da auch nicht so viel rein, außer der Becher ist wirklich riesengroß, weil er eben so eine dicke Thermoschicht rundherum hat. Und außerdem kosten die auch relativ viel und ist meistens auch wieder Plastik dabei. Deswegen habe ich dann meine eigene Technik entwickelt. Wie gesagt, es hat lang gedauert, also du wirst wahrscheinlich sehr beeindruckt sein, dass ich das überhaupt schaffen konnte, denn das kann nicht jeder. Und zwar, was ich gemacht habe, anstatt meinen Thermosbecher zu kaufen, mittlerweile gibt es ja auch welche ohne Griff, aber immer noch teuer, immer noch Plastik und vor allem immer noch jeden Tag die gleiche Farbe. Ich habe hingegen die Technik entwickelt, wo du jeden Tag passend zu deinem Outfit deinen Becher farblich abstimmen kannst. Und zwar verwendest du hierfür, ich habe hier einen, ich glaube, bei Starbucks heißt Venti oder ein sehr großes Smoothie-Gefäß und dann habe ich noch ein kleines oder regulär Smoothie oder Chai oder Kaffee-Gefäß. Und diese hier werde ich jetzt mit meiner Technik hitzetechnisch sicher machen. Ich fange mal mit dem Großen an. Du brauchst hierfür einen Stoff, den du höchstwahrscheinlich zu Hause hast. Wahrscheinlich sogar in mehreren Variationen. Da brauchst du also keine Investition tätigen. Du brauchst keine Nähnadel, du brauchst keinen Klebstoff, nix. Und zwar ist dieser Stoff eine Socke. Ich habe hier so eine knöchelhohe Socke und zwar ist das eine mit Frottee innen drinnen, also eine von diesen Tennissocken. Und du nimmst dann den Socken, die Socke. In Österreich ist es der Socken übrigens, in Deutschland, soweit ich weiß, ja die Socke, also wieder was gelernt. Kulturelle Unterschiede sind gewaltig. Die Öffnung der Socke, des Sockens, dazu das Trinkgefäß deiner Wahl, das Trinkschraubglasgefäß deiner Wahl und mit dem unteren Ende zuerst, ganz, ganz wichtig, gibst du das Gefäß in die Socke hinein, bis das Zehenende der Socke, und ich verwende übrigens frisch gewaschene Socken, aber es bleibt dir überlassen, ob du diesem Schritt folgst, bis das Zehenende der Socke ganz glatt am, ich halte es mal näher ran hier, ganz glatt abschließt am unteren Ende des Gefäßes.
Sollte die Socke zu lang sein für dein Gefäß, dann stülpst du einfach das Ende um so an den Schraubverschluss zu kommen. Sollten deine Socken sehr groß oder deine Trinkgefäße sehr klein sein, kann es sein, dass die Socke ein bisschen rumrutscht. Wenn dem so ist, dann empfehle ich dir Haargummis oder auch Küchengummiringe. Also ich habe hier Haargummis. In verschiedenen Farben natürlich, auch wieder ganz, ganz wichtig. Erste Regel im Leben ist ja gut ausschauen. Nimmst du so einen Haargummi und ziehst den einfach über deine neue Thermoshülle drüber. Du kannst dafür so viele Gummis verwenden, wie du willst. Das ist ja dann einfach Geschmackssache und auch ein bisschen eine Sicherheitssache. Also wenn du sehr neurotisch bist, dann gibst du einfach ganz viele Gummiringe drauf in einer gewissen Anzahl und Reihenfolge. Wenn du weniger neurotisch bist, dann vielleicht weniger oder gar keine. Sieht dann so aus, wenn es fertig ist, mit dem Schraubglas drauf, Schraubverschluss drauf. Eine ausgezeichnete Technik, siehst du, rutscht auch gar nicht, wenn man dann daraus trinken möchte. Sieht so aus in der Anwendung. So, jetzt könntest du natürlich sagen, ja, aber der Glasrand hier oben ist doch auch noch heiß, wenn ich da ein heißes Getränk draus konsumieren will. Wie schütze ich mich davor? Und hier gebe ich dir den Tipp, warte einfach ein bisschen, denn wenn der Glasrand heiß ist, dann ist auch das Getränk da drinnen sehr heiß. Und wenn du davon trinken würdest mit einem isolierten Rand, verbrennst du dir höchstwahrscheinlich den Mund, die Zunge und deinen ganzen Rachenraum. Dementsprechend einfach achten drauf, ja, das ist jetzt nicht mehr so heiß, kann ich trinken, dann geht das auch. Für Leute, denen sowas einfach zu viel ist, zu groß ist, zu schwer ist zum Transportieren, habe ich hier auch ein kleines Gefäß für Regular Size. Und da ist die Technik sehr, sehr ähnlich mit einer kleinen Abwandlung. Und zwar wieder die Socke nehmen und das untere Ende des Gefäßes in das Glas reinstecken. Nur hier hast du garantiert sehr, sehr viel Platz. Und daher ist es hier ganz, ganz wichtig, dass du dieses Ende nicht nur einmal, sondern vielleicht sogar zweimal umfaltest, um dann an den Schraubverschluss ranzukommen. Siehst also hier, so sieht das aus der Nähe. Diesmal vielleicht ein bisschen orange mit schwarz. Also ich finde, das schaut so richtig cool aus. Und das war's. Ich bin mir sicher, dieses Video hat dich wahnsinnig inspiriert, dich weitergebracht, dir neue Ideen gegeben. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf deinen Daumen hoch und auf deine begeisterten Kommentare unterhalb, wie du deinen Thermosbecher verwenden wirst, welche Farben du verwenden wirst, was für eine Art von Thermosbecher, Hüllenmaterial du verwenden wirst. Ich gehe mal davon aus, dass du den Clip mit all deinen Freunden, Familie, Verwandten, mit deinen Lieben, mit deinen Kollegen, mit Menschen, die du eigentlich gar nicht magst, sogar teilen wirst, denn jeder sollte von dieser wunderbaren Technik erfahren. Wenn du mehr von meinen Videos sehen willst, dann komm und abonniere meinen Kanal und wenn du Dinge wissen willst, die ich nur in meinen E-Mails teile, hier und da, recht unregelmäßig, dann besuche mich auf rotopia.com und melde dich dort zum Newsletter an. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für deine Zeit, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und alles Liebe, bis zum nächsten Mal bei Rotopia. Ciao.